Der Industriegigant 2 ist eines meiner allerliebsten Aufbauspiele, zu dem ich immer mal wieder zurückkehre, um ein paar Szenariokarten zu spielen. Denn im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Spielen dieser Art, habe ich hier weniger Spaß am Endlosspiel und spiele viel lieber die Szenarien mit seinen klar definierten und abgesteckten Spielzielen. Wie im Vorgänger geht es beim Industriegiganten darum, Rohstoffe zu transportieren, diese weiter zu verarbeiten, um sie anschließend an den Endkunden verkaufen zu können. Im Vorgänger war das eine unheimlich fummelige Angelegenheit, bis man mal eine Strecke gebaut, einen Fahrplan angelegt und die Waren gewinnbringend verkauft hatte. Beim zweiten Teil funktioniert die Steuerung geradezu grandios. Auch wenn die Menüs im ersten Moment nicht selbsterklärend wirken, hat man erst einmal das Tutorial durchgespielt, verschiebt man seine Waren mit links. Das Allerschönste, alles ist auf der Karte ersichtlich und versteckt sich nicht hinter irgendwelchen Menüs. Aber zu den Szenarien. Auf diesen Karten gibt es in der Regel eine bestimmte Kombination an Rohstoffen und Städten, indem man in vorgegebener Zeit eine bestimmte Anzahl an Waren verkaufen bzw. einen bestimmten Firmenwert oder ähnliches erreichen muss. Die Schwierigkeiten ergeben sich dann zum Beispiel durch lange Transportwege, begrenzte Rohstoffmengen oder von den Jahreszeiten abhängige Verkaufsgegenstände. Um euch die Spielweise einmal zu zeigen, hier eine typische Mission im Schnelldurchlauf. Dabei handelt es sich um die erste Mission im Schwierigkeitsgrad schwer. Die Ausgangssituation ist eine Karte mit mehreren Inseln und einer großen Hauptstadt. Die Größe der Städte ist natürlich dafür verantwortlich, wie viel Ware wir in den Kaufhäusern absetzen können. Daher nehmen wir natürlich diese als Standort für unser Kaufhaus. Auf dieser Karte haben wir nur drei Waren, die wir verkaufen können: Kühlschränke, Gabeln und Schiebkarren. Als erstes suchen wir uns also einen möglichst optimalen Standort für unser Kaufhaus, in dem wir sowohl die Kühlschränke als auch die Gabeln verkaufen können. Diese können wir aus nur einer Ressource gewinnen, deswegen beginnen wir das Spiel mit diesen Waren. Da die große Stadt von einem Felsmassiv umgeben ist, ist die Wahl des Lagers für das Kaufhaus wichtig. Es kann nicht in beliebiger Entfernung gebaut werden und muss später von Fahrzeugen erreichbar sein. Die Rohstoffe für Kühlschränke und Gabeln sind Eisenerz und Edelmetalle. Beides befindet sich auf unterschiedlichen Inseln. Zuerst habe ich die Kühlschrankproduktion aufgenommen. Direkt auf der Insel, wo das Eisenerz gefördert werden kann, habe ich die Fabrik zum Bau der Kühlschränke gebaut und wickel so alles über ein Lager ab. Von dort werden per Schiff die Waren zur Hauptinsel gebracht, wo LKWs den Transport zum Lager in der Stadt übernehmen. Man hätte die Standorte sicher noch effizienter wählen können, aber egal. Als nächstes kommt die Gabelproduktion an die Reihe. Die Kühlschränke bringen genug Geld ein, um die Mine, Fabrik und Lager zu bauen. Wieder per Schiff kommt alles zur Hauptinsel und per LKW ins Kaufhauslager. Jetzt fehlen uns nur noch die Schiebkarren. Diese werden natürlich im Baumarkt verhökert und sie benötigen neben dem Stahl eine weitere Komponente, nämlich Gummi. Den produzieren wir aus Öl, das wir in diesem Level nicht selbst schürfen können. Aber uns gehören zu Spielstart vier große Lager mit Öl. Das transportieren wir per Schiff zur Stahlinsel, wo wir nun auch eine Fabrik für Schiebkarren hinstellen. Nun werden hier am Terminal neben Kühlschränken auch Schiebkarren abtransportiert zur Hauptinsel. Jetzt heißt es warten. Zwischendurch passen wir lediglich die Lager und Produktionsmenge an und warten, bis wir genug Geld verdient haben, um das Szenario zu gewinnen. Durch Zeitbeschleunigung und Pausenfunktion spielen sich diese Szenarien herrlich entspannt. In aller Ruhe können wir an unseren Transportrouten tüfteln und die effektivsten Warenkreuzläufe zusammenstellen. Ein herrliches Feierabendspiel, wo man am Abend einfach mal eine Karte durchspielt und dann das Spiel in Ruhe wieder beiseite legen kann. Für mich hat der Industriegigant 2 nichts von seinem Charme und Spielspaß verloren. Ein ganz tolles Spiel aus der goldenen Ära der PC-Giganten und Tycoon-Aufbauspiele.